Hallo, ich bin's wieder, der Black Crafter, heute zu einem neuen Video. Heute zu einer kleinen Mod- und Shader-Vorstellung. Wie ihr seht, habe ich den Shader jetzt schon drin. Ein Shader, ich habe zwei Shader heute vorbereitet. Und ja, das ist der erste Shader. Mit dem kann man, also sieht das Licht anders aus, also die Lichtverhältnisse anders. Der macht Schatten. Ja, und Lichtverhältnisse sind halt anders, genauso wie Wasser. Das kann ich, das Wasser sieht halt auch anders aus, kann ich auch euch auch mal demonstrieren. Ups. Wasser da, so da kann man hier, also hat auch schon. Nein, sieht schon, finde ich, anders aus wie das normale. Das ist ein schwarzer Hintergrund. Ja. So, und dann die Mod. Dazu muss ich halt den Shader wieder rausnehmen. Jetzt hängt's. So, Mod. Also, Shader ist draußen, sieht man. Hier. Sieht man. Und da hinten liegt einfach nur Fleisch. Genau wie da. So. Mit der Mod. Also das ist, das ist die Portal Mod und hier gibt es die Portal Guns aus dem Spiel. Portal, wer das nicht kennt, der kennt es nicht. Und so, jetzt habe ich einmal jede Kanone. Also mit links, mit rechts und links klick, schießt man die. Ups. Und wenn man zu viele Portale setzt, leckt die Welt. Aber man kann die auch im Notfall mit R wieder zurückziehen. Also da ist es gar nicht so schlimm, wenn man mal daneben schießt. Man kann die auch einfach so wieder ändern. Das wird auch gehen. Aber zu drüben geht die weg. Ja, und jetzt kommen wir dann auch zum letzten Shader. Also zur letzten Dachding. Und das ist nicht das Fleisch, sondern wieder ein Shader. Video Settings, Shaders, und das ist der hier. Der kann in weiten Teilen auch manchmal ein bisschen verwirrend sein, wenn man dann hier so ganz normal läuft, so mit dem Shader. Hey. Das ist leicht verwirrend aus. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo und ciao.